Bruder Jakob, Bruder Jakob, bim bam bam, bim bam bam. Ich glaube, wir haben hier direkt die nächsten Interviewpartner am Start. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Soziale Berufe. Mein Name ist Max, ich bin hier heute auf dem Kirchentag in Dortmund. Komm mal her, Jungs! Ich werde da sein für dich. Ich werde da sein, wenn du rufst. Ich werde da sein für dich. Und ich werde alles für dich tun. Ich werde da sein für dich. Ich werde da sein, wenn du rufst. Ich werde da sein für dich. Und ich werde alles für dich tun. Ich bin Max, wer bist du? Hallo, ich bin Atan. Atan, du bist? Kerim. Kerim, cool. Ich bin Becky. Wir sind hier mit dem lieben Martin Kares. Und wir haben zusammen den Livestream gemacht, weißt du noch? Richtig, genau. Ruth Kasper ist mein Name. Ich stehe hier mit der lieben Lara. Ich bin Nicole, ich bin 30 Jahre alt. Du kannst auch ruhig lässig den Apfel weiter essen. Wir hatten heute noch keinen, der den Apfel isst vor der Kamera. Okay, dann machst du. Also wir haben den Auftrag von der EKD und der Bischofskonferenz, also voll nicht ökologisch, sondern ökonomisch oder ökumenisch, dass wir alle Glocken in Deutschland auf eine digitale Landkarte eintragen. Ja. Das ist eigentlich keine richtige Glocke, sondern wenn man genau hinschaut, das ist eine abgeschnittene Gasflasche. Ich dachte Milchkanne. Ja, oder Milchkanne. Also nicht mehr genau. Ja. Vielleicht eher eine Kuhglocke. Hören wir mal. Wir haben da drüben eine richtige Glocke noch hängen, die mit einem hellen, klaren Ton hat. Also eine richtige Bronzeglocke. Aber die ist ja noch ein bisschen ergreifender, ne? Also das schwingt ganz schön. Ja, meine Bronzeglocken haben ganz andere Resonanzen, ganz anderen Nachhall, gehen tiefer und berühren dich noch weitaus stärker, als das jetzt so eine Milchkanne oder Gasflasche tun kann. Und jetzt schlage ich mal vor, dass wir drei diesen Kanon einfach mal singen. Du fängst an, dann du und dann komme ich. Ja. Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Bim bam bom, bim bam bom. Bruder Jakob, schläfst. Eins meiner Highlights. Habt ihr das schon mal hier mit jemandem gemacht? Nein. Das war jetzt Premiere. Ich dachte schon, ihr spult das hier so ab. Du direkt, sie direkt. Machen wir noch ein Quiz zusammen. Wir sind ja zusammen für die Diakonie unterwegs. Es geht um soziale Berufe. Was bedeutet das Wort Diakonie? Erstens Aufgabe mit Sinn, Dienst am Menschen, drittens Gottes Werk oder viertens ich bin stark? Ich glaube, es ist zwei, Dienst am Menschen. Wow, Kerim, woher weißt du das? Warum so gut? Wegen Krankenhäusern. Okay. Dienst am Menschen. Sehr gut. Weißt du auch, aus welcher Sprache das Wort Diakonie abgeleitet ist? Ich würde jetzt spontan Hebräisch sagen. Hätte auch sein können, es ist von Diakonos, von dem griechischen Wort. Dienst am Menschen. Also Dienst am Menschen auf keinen Fall. Gottes Werk könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Deine Kollegin da vorne hat gerade schon angefangen zu kichern, denn leider wäre Dienst am Menschen genau richtig gewesen. Was? Nee, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber ist gut zu wissen. Warum meinst du genau das nicht? Das kann man auch falsch verstehen. Also ich hätte es jetzt nicht gedacht. Falls in diakonischen Einrichtungen Überflüsse erwirtschaftet werden, dann werden diese A. an die Geschäftsführung ausbezahlt, zweitens in eine große Party investiert. Das wäre es doch, da kommen wir dazu, oder? Drittens, das fließt wieder in die Einrichtung bzw. in den Arbeitsbereich oder viertens an arme Menschen gespendet. Ich schwanke zwischen 3 und 4. Ich würde sagen 3. Also wieder investiert, damit man weiterarbeiten kann. Mega! Auch wieder richtig. Hey, ja, genau, könnt mal klatschen eben. Mit Publikum, die Becky hat ihre eigene Crowd mitgebracht. Ich hätte mal 3. Oh, nicht schlecht, auch schon wieder richtig. Das dritte ist richtig. Also wir haben das auch voll oft, dass wir irgendwelche Überschüsse haben und dann werden die halt auch wieder weiter investiert in gute Sachen, von die wir halt gerade brauchen. Das ist die Nummer 3, ne? Ja. Wieder in den Arbeitsbereich, ne? Super, zweiter Punkt, das sieht mir nach dem Hauptpreis aus. Wie viel Geld verdienen zum Beispiel Altenpfleger, Erzieher oder Krankenpfleger als Berufseinsteiger bei der Diakonie? Erstens bis 1.720 Euro, zweitens bis 2.910 Euro, das ist jetzt natürlich schwierig, muss man ein bisschen schätzen, drittens bis 3.780 Euro oder viertens bis 2.350 Euro? Boah, schwierig. Ich denke mal bis 2.350 Euro. Ich denke 1, also 1.720 Euro.
Ich glaube, das vierte ist richtig. Ich glaube, 1720 Euro ist ein bisschen zu wenig. Ich sage bis 2350. Nein? Okay, dann... Bisschen mehr? Mehr. Ich tippe auf die Nummer 2. Meine Güte. Ja. Ich schließe mich meiner sehr überzeugenden Kollegin an. Wie kommst du da drauf? Naja, ich weiß, dass die Diakonie besser bezahlt als andere. In sozialen Berufen arbeiten überwiegend Frauen, überwiegend Männer oder drittens so 50-50? Überwiegend Frauen. Was meinst du, woher kommt das? Also man sagt zumindest immer, dass Frauen eher die sind, die sich gerne um andere kümmern, weil wir ja auch die sind, die die Kinder zur Welt bringen und uns darum kümmern müssen. Aber ich finde, da kann in der Gesellschaft schon noch was passieren, dass auch... soziale Berufe bei Männern mehr anerkannt werden. Manche Männer sind natürlich auch total sozial und empathisch und sollten das auch auslösen können. Ich denke mal, dass das auch wegen der Vergangenheit so ist, weil halt auch viele Frauen damals auch so gearbeitet haben zu Hause und so. Ich meine, wir haben auch 3, 4, 5 Jungs so, die da ehrenamtlich mitarbeiten, aber jetzt auch nicht so viele. Aber Jungs sind auch herzlich willkommen bei euch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Sofort, ihr könnt gerne alle herkommen. Warum sind soziale Berufe Jobs mit Zukunft? Erstens, weil sie schwer durch Maschinen ersetzt werden können. B, weil wir in einer stark alternden Gesellschaft leben. Drittens, weil die Arbeit mit Menschen eine dankbare Arbeit ist. Oder viertens, weil sie einfach jeder machen kann. Ich würde das sagen, das ist alles richtig von. Kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Das schafft nicht jeder. Ne? Ja. Das warum? Jeder. Das könnte jeder. Naja, es gehört eine Menge Empathie dazu, es gehört eine Menge Selbstreflexion dazu und ich denke, nicht jeder bringt das so mit. Was bedeutet das Wort sozial? Erstens miteinander, freundlich, drittens perfekt oder viertens gesellschaftlich? Vier, gesellschaftlich. Mega, hey. Ich glaube, weil, also wenn man zum Beispiel asozial sagt, dann kommen ja alle so Araber mit Bauchtasche und so, deswegen so. Das ist jetzt ein Vorurteil, ne? Das stimmt, ihr habt beide keine Bauchtaschen, aber ihr seid auch keine Araber, ihr seid Türken wahrscheinlich, oder? Ja. Ah ne, eure Eltern sind. So, ich bin Deutscher eigentlich, aber ich habe halt so, meine Oma ist Türkin. Ja. Und ich hab denk mal, deswegen auch die braune Haare und so. Ja, ist ja nicht gerade schlecht, oder? Ja, bei mir auch, meine Mutter ist Türke, aber ich bezeichne mich eher als Deutscher, weil mein Vater ist ja Deutscher. Oh, das finde ich cool, das ist schön, ja klar. Ich meine, für mich ist sowieso so, ehrlich gesagt, wenn man in einem Land geboren ist, dann ist man der Mensch, der da, oder? Ja. Welcher dieser Berufe ist ein sozialer Beruf? Erstens Social Media Manager, zweitens Sozialdemokrat, drittens... Ach, Bir iki üç, stimmt, das heißt drei. Hey, guck mal, ja, versucht ja auf Türkisch, aber die... Kein Problem. Drittens Altenpfleger oder viertens YouTuber? Der Altenpfleger. Ja, absolut richtig. Das ist natürlich kurze Frage, kurze Antwort. Jetzt nochmal eine Schätzfrage. Wie viele Menschen erhalten von der Diakonie Betreuung, Beratung, Pflege und medizinische Versorgung? Circa 7 Millionen? Sind es 2,5 Millionen? 23 Millionen oder 10 Millionen? Ist jetzt natürlich wieder ein bisschen Schätzfrage. Ich glaube so 10 Millionen Leute. Was ist mit ihm los? Warum weißt du das alles? Ich gehe mit circa 10 Millionen. Wow, können wir nochmal einen Applaus haben, bitte? Oh, da bin ich überfragt, aber ich glaube, es sind schon einige Menschen, die von der Diakonie also Unterstützung bekommen. Guck mal, da wird schon wieder ein Tanz für dich gemacht. Sehr gut, sehr gut. Also Uli, ich glaube, dass Antwort 4 richtig ist, so circa 10 Millionen Menschen. Hey! Also ich würde mal auf die 7 tippen. Echt? Aber ich auf mindestens 10. Du würdest auf 10 tippen? Mhm. Dann an wen geht der Preis? Ja, an Sie geht der Preis. Hey. Bei den jungen Leuten hat man manchmal so das Gefühl, denen wird so ein falsches Wertebild vermittelt. Warum geht es eigentlich um mehr im Leben? Naja, weil am Ende dich dieser volle Kleiderschrank mit vielen teuren Klamotten ja auch nicht glücklich macht. Ich finde, es baut irgendwo auch eine Distanz auf, wenn man nur noch in den nächsten Laden rennt, sich neue Sachen kauft, dann das für Instagram anzieht, nur Fotos macht, dann lädt man die wieder hoch, ist damit beschäftigt, die Likes sich anzugucken, wie die hochschnellen und Kommentare zu lesen, dass man ein bisschen auch das echte Leben wahrscheinlich verpasst, wo man mit Freunden einfach gemeinsam, weiß nicht, zum Strand geht, ein Lagerfeuer macht, ein paar Lieder singt, baden geht, einfach eine schöne Zeit hat. Also ich glaube, wenn man mit Geld kann man sich nicht alles kaufen. Also mit Geld kannst du dir nicht Liebe kaufen und so. Und mit Geld kannst du dir auch keine Familie kaufen. Wir leben in absoluten Überfluss und wir müssen lernen zu teilen. Was macht euch denn Spaß daran, anderen Menschen zu helfen? Geht mal in euch, beschreibt mal das Gefühl, warum euch das erfüllt. Da kommt so unglaublich viel zurück. Ja, also es ist ja auch so, dass das, was man gibt, in irgendeiner Weise, ja, ob es jetzt von diesem Menschen selbst zurückkommt oder von ganz anderen Menschen, also ich glaube, es geht immer irgendwie wieder auf. Der Urantrieb ist einfach, ja, ich glaube, es geht nur miteinander und nicht
die Reicheren und die Stärkeren müssen den Schwächeren einfach helfen, auch gesellschaftlich. Mir gefällt es, dass die Menschen sich dafür bedanken, dass man überhaupt da ist. Und die Bewohner, die wir haben, haben echt Respekt davor für den schweren Job, weil wir auch viele Demenzerkrankte haben. Ich mache es halt einfach gerne. Ich helfe Menschen gerne, um die halt auch glücklich zu machen. Was bedeutet Freiheit für dich? Freiheit bedeutet für mich, sich nicht zu verstellen müssen und akzeptiert werden, so wie man ist. Auch die Gedanken schweifen lassen zu können, ohne dass sich da negative Dinge einschieben. Im Prinzip, ja, einfach halt mich nicht eingesperrt zu fühlen, das Gefühl zu haben, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Mensch und einer Maschine? Naja, ein Mensch hat halt Gefühle, die eine Maschine halt nicht hat. Und jeder Mensch ist halt individuell. Und ich finde, bei Maschinen, wenn die gebaut werden, sind sie halt alle gleich. Menschen sind viel feinmotorischer, was Maschinen halt nicht sind. Also Intelligenz würde ich jetzt fast nicht mehr sagen, weil ja, es gibt ja künstliche Intelligenzen, sie werden immer klüger. Aber Emotionen kann man keiner Maschine beibringen. Also ein Mensch hat Gefühle, hat Gehirn, hat Herz, also es kann handeln. Also es denkt, bevor es handelt, und es hat auch Gefühle und so. Ich sage auch Gefühle und selbstständige Entscheidungen. Was schenkt dir Vertrauen in eine positive Zukunft? Wie viele junge Menschen da sind, die ihre Zukunft in die Hand nehmen wollen, die stark sein wollen, die auch dann mal darauf scheißen, was die Erwachsenen ihnen erzählen, sondern einfach für sich einstehen und dabei sind. Klar, es ist total schlimm, was für einen Rechtsruck diese Gesellschaft jetzt erfährt. Aber ich glaube, zu einem gewissen Punkt war es gerade auch mal wieder nötig, weil das wieder die, ich sag mal, normalen Leute, die jetzt erstmal so im Mittelfeld waren oder eher links, dazu zwingt, sich wieder zu positionieren und wieder zu sagen, hey, so nicht, wir wollen diesen Teil der Geschichte einfach ungeschehen machen, so gut es geht. Wir möchten nicht, dass das wiederholt wird. Und also diese Stimmen sind einfach in den letzten Jahren, glaube ich, sehr leise geworden, und es ist jetzt einfach notwendig, dass es wieder hochkommt und wir alle wieder stark eine Einheit auch sind. Oh, andere Seite. Yeah! Oh. Sehr gut, zum ersten Mal gemacht hier? Ja. Ja, ehrlich? Ja. Richtig, ich auch. Das war mein erstes Mal. Meins auch. So Leute, vielen Dank. Das war's für heute hier vom Kirchentag 2019 in Dortmund. Komm noch her, wer bist du? Robin. Wie würdest du so deine ganz persönliche Abmoderation gestalten? Liebe Gäste, die zugeschaut haben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr den Blog verfolgt habt, gebt einen Daumen hoch. Mega, vielen Dank, Robin. Super, viel Spaß noch. Seht ihr, die Leute hier sind so hilfsbereit, sie helfen mir sogar bei der Abmoderation. Also, das war's beim Kirchentag 2019 hier aus Dortmund. Für soziale Berufe unterwegs, checkt auf jeden Fall die Links in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch den Link zum ersten Teil dieses Videos, den findet ihr auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert diesen Kanal, schreibt gerne die Antworten zu den Fragen in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, bis dann, ciao!